Willkommen zurück zur ersten Folge, sag ich schon, zur weiteren Folge. Mein Gott, wir sind in Folge 840. Wir haben eine 8 und 4 davor. What the fuck? Die wollten wir eigentlich, dass sie wachsen. Wir haben hier ein bisschen Platz geschaffen, denn wir brauchen Platz für unsere, ja, Zählwerke an sich. Das heißt, wir brauchen erstmal. Ja, wir können hier auch gerade hier reinschmeißen, ne? Wir schmeißen erstmal ganz kurz hier die Sachen weg, die wir nicht brauchen. Die können wir nämlich alle hier reinsortieren. Dann sind sie aus unserem Inventar draußen. So, als nächstes brauchen wir unsere Redstone-Kiste. Die packen wir mal irgendwo hier hin. Wir brauchen an sich brauchen wir zwei Dropper. Also wir nehmen mal zwei Dropper. Wir nehmen mal zwei von denen. Wir nehmen mal 1, 2, 3, 4. Auch wir nehmen sie mal alle. Komm. Das bedeutet wiederum, wir droppen unsere Items. Das ist jetzt die Frage, weil wir müssen ja. Wo müssen wir denn rein? Haha, da müssen wir. Ne, warte, doch. Das ist unsere Line, wo wir rein müssen. Ja, das heißt, es wird egal wie doof, weil wir sind nämlich. Wir sind hier aktiv. Das heißt, wir sind hier aktiv. Und wir sind. Habe ich die Bricks weggeschmissen? Ne, zum Glück nicht. Da aktiv. Und wenn wir das so machen. Brauchen wir einen Repeater da. Einen Repeater da. Und wir brauchen ein bisschen Redstone hier. Und dann müssten wir quasi hier. Ne, stopp. So müssten wir hier den Kolben hier hin tun. Wobei das ja relativ egal ist, der dann hier quasi. Genau, weil wenn ich jetzt hier so ein Item reinlege, ja, dann wird der zusammengezogen. Genau, wenn ich den jetzt hier, wenn ich jetzt, warte mal, pass mal auf. Wir machen den mal an, dass der nichts exportieren kann. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal kurz 10 Items hier rein. Wo haben wir denn irgendwas? Zehnfach, 10 Items? Ne, 8, aber wir können die 8. 10. Dann sammeln wir die 10 mal ein. So, und jetzt dürfte hier theoretisch gesehen ein Item drin liegen, genau. Genau, das passt perfekt. So. Was hat er schon gemacht? Hab ich gar nicht gesehen. Das war irgendwie gerade viel zu schnell für mich. Das würde bedeuten, das würde so funktionieren, wenn wir das Ganze jetzt einfach spiegelverkehrt aufbauen. Sprich, wir setzen einfach, warte mal, wir setzen einfach mal so den Repeater hier hin und setzen den einfach mal verkehrt rum da hin. Wir können auch schon hier diese Line so hinsetzen. Dann passt nämlich, genau hier das so, dann hier der. Warte mal, der muss hier ausgelesen werden. Genau, das bedeutet wiederum, dass hier der Dropper hinkommt. Genau, so kommt der Dropper hin und hier kommt. Ne, da kommt. Der Dropper kommt noch eins daneben. Ach, natürlich, das kommt mal. Warte mal, es kommt. Da kommt in das rein. Genau, hier kommt der. Ach, warte mal, genau, der Dropper kommt da rein und der Komparator, den ich hier irgendwo habe, kommt da rein. Das heißt, der könnte jetzt auch da reinschmeißen. So, wir resetten mal ganz kurz den Zähler. So, und dann schmeißen wir hier auch nochmal irgendwie 10 rein. Und könnten das Ganze jetzt natürlich auch beschleunigen bzw. entschleunigen. Genau, jetzt müsste hier ein Item drin sein. Wunderbar. Der wiederum wieder zurückgeschoben worden ist. So, das heißt, da können wir jetzt quasi unsere Item-Lines anschließen, die wir brauchen, beziehungsweise nicht die Lines an sich, sondern wir brauchen, da brauchen wir jetzt, was brauchen wir da jetzt? Also hier müssen ja jetzt unsere quasi Fahrstühle hin, das heißt, wir könnten den auch tatsächlich an sich drehen. Warte mal, können wir echt drehen. Wir können den nämlich so drehen, dass der in diese Richtung zeigt. Genau, und den auch.
Den setzen wir auch mal ganz kurz in diese Richtung. Und so brauchen wir genau diesen Pixel. Das heißt, anschließend brauchen wir hier einmal was da, genau. Und hier müssen wir einen Soul Sand. Das heißt, wir holen uns mal kurz zwei Soul Sand. Ganz schnell. Ja. Wir holen uns mal gerade zwei Soul Sand. Und zwar müsste Soul Sand genau hier sein, theoretisch gesehen. Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand, 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 Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand. Oh, wie kommt der denn da rein? Und 2 Soul Sand und mal 2, 3 Stacks Glas. Dass man einfach sieht, was da so abgeht, ne? So, was haben wir denn Glas da? Haben wir mehr? Ja, Glas sollte reichen. Und wir brauchen ein bisschen Grünzeug. Wir machen das dann auch gerade mit Kälbchen und Rohstoffen. Warte mal, Grünzeug ist hier. Ne, hier ist Holz. Ah, doch nicht. Hier ist nur Bambus. Bambus, weil ich hatte das Grünzeug genau hier auch beim Essen mit einsortiert, weil das ja auch quasi Essen ist. So. Was haben wir denn an? Zuckerrohr, okay, noch ein bisschen, also. Bisschen was können wir noch einsortieren. Oh, oh, oh. Oh, oh, da ist ein Creeper gespawnt. Dann müssen wir es ein bisschen heller machen. So. Huhuhu. So, wir können. Ah, ne, warte mal, wir können das gar nicht. Wir müssen erstmal ganz kurz das hier so machen. Und müssen erstmal den Turm bauen. Die Frage ist ja jetzt noch. Wie hoch? Warte mal, wir müssten ja quasi. Also, ich will das ja so machen, dass wir quasi auf diese Höhe kommen, dass wir hier mit dem Wasser rübergehen. Warte mal, wir bauen das einfach mal hier auf die Seite. Und wir machen es anders. Wir reißen jetzt diese komische Technik hier ab. Ah, wenn wir da hochkommen würden. Wenn wir da hochkommen würden, reißen wir diese Technik ab. Und zwar reißen wir das ab. Obwohl, denn ab hier können wir abreißen. Da hat das endlich ausgedient. So, und zwar müssen wir nämlich hier, genau, da können wir nämlich das hier wegreißen. So, der Off-Schalter, ja, den müssen wir irgendwann noch da rein programmieren. Aber beziehungsweise den müssen wir sowieso ändern, weil das ja eh nicht mehr passt. So, was wir wegmachen müssen, ist das erstmal, das muss erstmal weg. Das ist nämlich unsere Output-Line. Genau, das muss weg, das muss weg. Das muss jetzt alles weg, weil das existiert jetzt alles quasi nicht mehr. Das ist jetzt quasi alles irrelevant. Also sprich, wir wollen mit dem Wasserstrom wollen wir. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ja, da geht es nicht weiter hoch. Dann müssen wir hier sowas bauen. Dann bauen wir erstmal hier so hoch. Können wir hier hoch, können wir hier hoch, können wir hier hoch, können wir nicht. Wir müssen trotzdem noch weiter hoch. Was wiederum doof ist, weil wir uns dann kreuzen. Oh. Wir kreuzen uns. Hier mit diesem Strom und hier mit dem. Was wiederum bedeutet, den können wir wegnehmen, den können wir wegnehmen. Ja, den können wir nicht wegnehmen, weil dann haben wir wieder Wasser. Oh, dann doch. Warte mal, wir müssen hier dieses Wasser mal irgendwie. Wo können wir denn dieses Wasser hier mal deaktivieren? Hier, ne? Ah ne, hier kommt das hoch. Ja doch, dann können wir das hier deaktivieren. Und zwar so. Und das können wir auch deaktivieren. So, da können wir nämlich hier jetzt alles abbauen. So, was können wir denn? Die können wir eher gebrauchen, dass sie repariert wird. So. So, hier kommt Wasserbrase an oder was passiert hier? Ach, da kommt die Wasserstraße an. Okay, das heißt, die müssen wir nachher auch noch mit anschließen. Aber erstmal muss hier alles weg.
So, das kann nämlich noch weg. Der muss weg, der muss weg, genau. Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der muss weg. Ja, hier, wenn wir ein paar von denen haben, ist das in Ordnung. Was wir halt jetzt machen müssen, ist, wir müssen die tatsächlich ab und zu mal einsammeln, die Sachen und. Wo haben wir 5 Kelb? Achso, wir haben 5 Kelb, weil wir die, ja, die Sachen hier so eingesammelt haben. Ja, wunderbar. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt hier. Ja, wir brauchen eigentlich ein bisschen. Warte mal, das können wir eigentlich hier reinschmeißen. Ne, warte, das nicht. Den können wir da reinschmeißen. Den brauchen wir nämlich nicht. Der kann so einsortiert werden. Das Sein brauchen wir später wieder. Das Sollsein brauchen wir auch später. Also, wir brauchen eigentlich alles. Ah, das ist doch ärgerlich. So wenig Platz im Inventar. So, wir brauchen auch die Schere. Das heißt, wir werden jetzt auch blaue Wolle dann zusätzlich im Inventar haben. Silk Touch, genau. Und blaue Wolle. So, weg mit dir. Was wiederum bedeutet, hier können wir Sticky Pistons rausholen, die brauchen wir nämlich nicht. Die brauchen wir nicht, das ist doof. So, jetzt können wir nämlich hier wieder einmal hoch und dann wieder hier hoch und dann wieder hier hoch und dann können wir das blaue Eis mal da einsetzen, damit wir das irgendwie haben und das, den Dropper auch nochmal. So, was kommt eigentlich von hier an? Ach, da kommen dann, warte mal, die honigen Sachen kommen von da, was kommt von hier? Ach, von hier kommt das aus dem Haus. Aha, okay. Erklärt sich alles von allein. Und ja. Das bedeutet aber wiederum, dass wir jetzt hier hoch können. Wir müssen ja jetzt mit dem. Ne, warte, wir müssen nicht mit dem, sondern wir müssen. Warte mal, wir haben doch blaue Wolle. Ha, guck mal. Das bedeutet, wir müssen quasi da drauf. Auf diese Etage müssen wir drauf. So, das wird so geschehen, genau. Und hier. Nö. Ach, jetzt habe ich immer mehr. Gut, dass ich wenigstens ein bisschen Wasser habe. So. Ach, komme ich trotzdem mit drüber. Ah, ja, okay. Der Chaos hier wird noch ein bisschen größer. Das bedeutet, hier müssen wir jetzt mit diesen Bricks, genau, können wir die Line ziehen. So, bis hierhin theoretisch gesehen. Und dann müssten wir eigentlich sagen. Bis hierhin. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier das Wasser setze, was ich nicht habe. Nur mal angenommen. Wie komme ich am besten an Wasser dran hier unten? Dann kommen wir erstmal. Hier müssen wir erstmal wieder unser Jump-and-Run-Parcours selbst, also was wir gebaut haben. So, da dürfte nichts passieren. Hier dürfte auch nichts passieren, genau. Wenn wir das jetzt so setzen, dann schmeißen wir mal ein Glas hier rein und das wird eingesammelt, genau. Das wäre dann der Überlauf. Das bedeutet aber, das ist ein Block zu wenig. Denn wir wollen ja gucken, dass wir, wenn wir einen Überlauf machen, dass wir quasi die Blöcke an sich. Ja, dass wir die halt aus, dass wir die Dinger hier ausmachen, wenn hier irgendwie zu viele Items drin sind. Dass wir quasi schneller zählen können, aber dafür. Wobei das halt auch relativ egal ist, ob wir jetzt schneller zählen oder nicht. Solange die nicht volllaufen, ist das mir egal. Und da müssen wir gucken, wie wir es abschalttechnisch dann am besten machen. Aber ich würde sagen. Wir haben wieder sehr viel Chaos verbreitet und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.